Was ist Gaslighting? Gaslighting ist eine Form der psychischen Gewalt. Man spricht davon, wenn eine Person ganz bewusst und gezielt das Selbstwertgefühl eines anderen Menschen zerstört. Das kann durch Lügen, Unterstellungen oder Verdrehung von Tatsachen geschehen. Gaslightende Personen machen das, um Kontrolle und/oder Macht gegenüber Betroffenen zu erlangen und sich selbst ein Gefühl von Stärke oder Überlegenheit zu vermitteln. Menschen, die von Gaslighting betroffen sind, sind durch diese gezielte Manipulation stark verunsichert und können sogar psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen entwickeln. Meistens findet das in engen emotionalen Beziehungen statt, zum Beispiel in Partnerinnenschaften. Allerdings kann sich Gaslighting auch gegen ganze Gruppen richten, gesellschaftspolitisches Gaslighting. Beispielsweise, wenn Menschen Rassismus erfahren und ihnen die Gefühle und Erfahrungen abgesprochen werden. Gaslighting entwickelt sich oft über einen sehr langen Zeitraum und die TäterInnen manipulieren die Betroffenen systematisch. Stellen sich unbeteiligte Personen auf die Seite der Betroffenen, so fällt Gaslighting sehr schnell auf. Daher achten TäterInnen meist darauf, dass es keine ZeugInnen gibt, die ihre Lügen und Verdrehungen der Tatsachen entlarven könnten. Wenn ihr von Gaslighting betroffen seid, dann holt euch Hilfe und Unterstützung. Das können zum Beispiel FreundInnen, Lehrkräfte oder SchulsozialarbeiterInnen sein.